Yo, servus Freunde der Sonne, willkommen zurück bei Baphomets Fluch Teil 1 Director's Cut. Ja, ich hole mal kurz aus. Nachdem ich jetzt eine ganze Zeit lang erfolglos versucht habe, irgendwie das Rätsellösung zu finden, und ihr habt es wahrscheinlich auch schon in der letzten Folge gemerkt, wie ich auch leicht zerknirscht und angepisst war, ich absolut nichts gefunden habe, habe ich mich mal schlau gemacht. Beziehungsweise ich hatte vorher noch eine Folge gehabt, wo ich im Endeffekt 10 Minuten irgendwie sinnlos hin und her geirrt bin und es überhaupt nicht zu nichts gebracht habe. Die Folge habe ich dann auch abgebrochen und gleich wieder gelöscht, weil sowas will niemand sehen, wie ich einfach nur mich aufrege und die ganze Zeit nur sinnlos durch die Gegend eile. Ja, und jetzt habe ich mich einfach mal schlau gemacht. Und was soll ich sagen? Ja, wir haben hier auf dem Gelände definitiv etwas übersehen. Wundert mich eigentlich, dass wir es übersehen haben, weil es hätte doch eigentlich spätestens bei einem Mouseover mal irgendwie auffallen müssen. Und zwar soll hier angeblich irgendwo ein Haselnussstrauch sein, den wir übersehen haben. Nur sehe ich hier keinen Haselnussstrauch, den wir übersehen haben. Wie sieht denn nochmal ein Haselnussstrauch aus? Das ist doch kein Haselnussstrauch. Nein, ist es definitiv nicht. Haselnussstrauch? Nein. Wie? Haselnussstrauch. Und dann habe ich noch eine andere Sache herausgefunden, wo ich auch im ersten Moment dachte, okay, wie soll man da denn drauf kommen? Durch, wirklich, da musst du ja wirklich nur rumprobieren. Ich meine, okay, ich gehe es vielleicht ein bisschen zu, vielleicht war ich da auch etwas voreilig vom Denken her. Mein Lopez hat auch schon so ein bisschen so einen Hinweis darauf gegeben. Und zwar mit dem Lappen und dem öligen Zeug, was da drauf ist. Aber ganz ehrlich, das sind so Informationen, die laufen so schnell durch, weil man sie eigentlich für einen Witz hält, dass man da gar nicht mehr weiter groß darüber nachdenkt. Okay, also diesen ominösen Haselnussstrauch, von dem hier gesprochen wird, den sehe ich hier jetzt nicht wirklich. Gut, dann widmen wir uns jetzt mal der anderen Sache nochmal zu. Ich gehe da mal hinten hin. Ja, wie gesagt, also ich gebe zu, ich war vielleicht ein bisschen voreilig mit der Denke. Der Ansatz mit dem Stab war vielleicht mal gar nicht so falsch. Und irgendwann hatte ich auch mal erwähnt, dass man diese Kerze da vielleicht oben anzünden müsste. Die da. Alter, es ist, eigentlich ist es ganz einfach, aber ganz ehrlich, nee. Nee. Finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut, dieses Rätsel. Das gefällt mir nicht wirklich, weil man da so in erster Instanz nicht wirklich drauf kommt, meiner Meinung nach. Aber gut, man kann mich natürlich auch einfach nur für dumm halten, aber okay. Ja, auf alle Fälle zündet er jetzt nämlich diesen alten Lappen an. Und da zündet es auch tatsächlich diese alte scheiß Kerze an. Das ist toll. Oh, das ist ja noch toller. Mir wird wieder ausgeblasen. Kann ich denn dann jetzt vielleicht mit diesem scheiß... Nein, ich reg mich nicht auf. Nein, das tue ich nicht. Kann man jetzt vielleicht mit dem Stab das Fenster schließen? Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Nein, du sollst... Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Du sollst einfach nur das Fenster zumachen. Bitte mach das Fenster zu, George. Oh Gott sei Dank, er macht das Fenster zu. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal mit dem Lappen aus. Weil normalerweise müsste jetzt... Das Gewebe ist ziemlich verkohlt, aber die Theaterschminke hat das meiste Feuer abbekommen. Okay, gut. Jetzt klappt es ja vielleicht mit dem Lappen und der Kerze. Aber Leute, ganz ehrlich, das hat mich schon wirklich jetzt hart gefrustet, ey. Es gab schon so ein, zwei Rätsel im Spiel, die wirklich mies waren, aber die beiden toppen das momentan, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl sie eigentlich relativ einfach sind, wenn man sie so betrachtet, aber nee, nee, Leute, nee. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt mir das jetzt, dass jetzt die Kerze da brennen? Okay. George hat ja unendliche Geduld, wa? Ach, sieh mal an, erstaunen. Na, du ahnst es nicht. Was ist das? Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung, vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Zeig mir her das gute Stück. Zeig's her, zeig's her, zeig's her. Oh, noch eine Schachfigur. Ein glattes, wunderschön bearbeitetes Stück Stein, das in der großen Kerze versteckt war. Da kann mir vielleicht die Gräfin was dazu sagen.
Oder kann ich das vielleicht hier anwenden? Da? Da? Nee, gut. Ja, immerhin, immerhin, immerhin endlich mal wieder Fortschritt. Und das sind so Sachen, die blähen das Projekt auch natürlich auch unnötig auf, ne? Also so solche Folgen dazwischen hast, wo es einfach nichts passiert, ey. So. Gut, ich gehe jetzt erstmal kurz zu der Gräfin. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo diesen ominösen Haselnussstrauch finden. Der Hauptteil des Hauses. Ja, okay. Von dem da irgendwo die Rede war, was ich da gelesen hatte. Es kommen natürlich wahrscheinlich wieder einige Leute an und sagen, er hat einen Walkthrough benutzt. Böse, böse, böse. Muss man doch selber drauf kommen. Ja, kann man auch. Aber ich möchte nicht 15 Folgen machen, wo ich dann einfach nur stummsinnig umherirre und vor mich hin fruste. Da habt ihr ja auch nichts davon. Wollt ihr auch Fortschritt sehen? Wollt ihr sehen, dass wir irgendwann mal hier ans Ende kommen? Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Was? Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Okay. Wie absurd. Woher hast du das jetzt mit den Mauren? Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Wo hast du diese Idee denn jetzt her? Dass wenn die Mauren angreifen, dass man die Kerze anzünden muss? Ich glaube, das wird in keinem einzigen Moment im Spiel erwähnt. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann von den Mauren die Rede war. Mein Gott. So, okay. Haselnussstrauch suchen. Ich weiß ja jetzt, wonach ich suchen muss, aber... Mir widerstrebt der Gedanke, 30 Meter... Ja, ja. Okay, halten wir nach einem Mausoverausschau oder nach einem Punkt, nach einem blauen Kringel, den wir bis jetzt übersehen haben. Kann ja nur irgendwas mit dem Grünzeug hier zu tun haben. Das ist aber doch kein Haselnussstrauch. Nein, ist das nicht. Schalalalala. Okay, hat er vielleicht noch was zu sagen? Es gibt in diesem Garten keine Haselnusssträucher, glaube ich zumindest nicht. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen... Richtig. Ach so. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelrouten. Was für ein Humbug. Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein. Ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung. Haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie. Hier. Wo? Das sind Haselnüsse. Wo sind Haselnüsse? Ich habe nirgendwo so... Ach, da. Nee, wie? Das sind Haselnüsse. Okay. Leute, wünsche dir gut. Okay, man musste also den Schlüssel vorher finden, bevor man diesen scheiß Haselnussstrauch findet, damit man sich eine Wünschelrute basteln kann. Ja, Leute, wir suchen Wasser mit einer Wünschelrute. Das ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, ist, um Wasser zu finden. Oh Gott, es tut so weh, wenn ich schon drüber nachdenke. So sieht also ein Haselnussstrauch aus. Sie. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Ich kann das einfach nicht glauben. Ja, ich auch nicht. An dem ganzen verdammten Ding ist keine einzige Y-förmige Route. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Okay. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Na toll. Wissen Sie, was das hier ist? Nein, Senor. Ist das eine Art Schlüssel? Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches. Woher haben Sie ihn? Er war in der großen Kerze im Mausoleum versteckt.
Und Sie haben sie abgebrannt. Ich habe mich schon gefragt, was das für Licht war, das ich durch das Fenster gesehen habe. Meine Herrin wird wütend sein. Diese Kerze war Jahrhunderte alt. Ach. Sie hat's relativ entspannt aufgefasst. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Nachdem wir ihr gezeigt haben, was wir da gefunden haben in der Kerze. Okay, gucken wir mal weiter. Also da scheint schon mal kein Hassel, kein Y-förmige Route dran zu sein. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo im Garten noch ein Haselnussstrauch. Da ist das vielleicht. Oh, das sieht nicht aus wie Haselnuss. Sieht das aus wie das da hinten? Nein. So sieht also ein Haselnussstrauch aus. Das sieht nicht wirklich aus wie das, was da hinten. Egal. Egal. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Okay. Es ist tatsächlich eine Wildschokolade. Eine dünne, biegsame Haselgerte. Oh Gott. Okay. Ja, suchen wir nach allen wissenschaftlichen Regeln der Kunst, suchen wir jetzt Wasser mit einer Wünschelrute. Es ist unglaublich, dass ich das wirklich tue. Aber gut, hey, in dem Spiel verwundert mich gar nichts mehr. Wer weiß, was hier noch alles passieren wird. Wie völlig absurd es noch wird. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt. So, jetzt habe ich meine Wünschelrute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Rute an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Rutenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im 0, nichts gefunden haben. Oh Gott. Naja, der Erfolg gibt uns möglicherweise recht. Und jetzt müsste so die Benny Hill Musik einspielen. Okay. Na komm. Zeig, was du kannst, Wünschelrute. Aber er bringt da echt schon Geduld auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Hammerhart. Vor allem, wie lang so ein Tag sein kann. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Ich glaube da nicht so recht dran. Super. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden. Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Oh Gott. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem napoleonischen Krieg stammen. Hör auf! Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lupus wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da mäht mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Du hast den Moment zerstört, Lopez. Du ahnst es nicht. Gottverdammt, du ahnst es nicht. Ich denke, der Brunnen wurde versiegelt, aber egal. Oh, der Löwe. Sollte ich vielleicht speichern? Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Definitiv, das habe ich auch. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den scheiß Brunnen endlich gefunden. Oh, ist das traumhaft. Ist das schön. Nach der letzten Folge ist das so schön. Ja, gut. Ich denke, ich speichere erstmal. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, die Idee. Denn wer weiß, was jetzt hier noch auf uns zukommt.
Ja, wie schon gespeichert. Soll wohl. Gut, okay. Ja, wir sind endlich in dem Brunnen drin und wir haben auch den Löwen, glaube ich, gefunden. Es ist ein weiter Weg nach unten. Ja. Die gleißende Mittagssonne scheint fast senkrecht in den Schacht hinunter und ich kann trotzdem das Wasser noch nicht sehen. Alter Schwede, da haben sie sich aber echt Mühe gegeben, dieses Loch da zu graben. Irgendwann in grauer Vorzeit hatte es hier einen Felsrutsch gegeben. Riesige Steine. Ich hätte jetzt gerne einen Schutzhelm. Vor allem einen mit Kopflampe, das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste, damit man hier ein bisschen mehr sehen kann. Oh Heiland, oh Heiland. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Aha. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Echt jetzt? Wie, daran bist du jetzt gestorben? Nee, ich dachte jetzt schon. Sehr komisch, ihr gestört. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Okay. Das war, glaube ich, eine von diesen anderen neuen Videosequenzen oder so. Weil irgendwie hatte Lopez jetzt plötzlich eine andere Stimme gehabt. Okay. Will ich da rein in die Finsternis? Kann das gesund sein? Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Ja. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Nee. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Nee, das kann nicht sein, oder? Aber vielleicht ist jetzt die Zeit des Spiegels genaht. Pass mal auf. Die Sonne fällt doch hier fast senkrecht rein. Nee. Physik der Optik und so, vielleicht. Ich kann den Spiegel benutzen, genau, um das Licht von oben zu reflektieren. Aha, Sisi. Was haben wir denn da? Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Schon wieder. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Okay. Das ist natürlich ganz geil, wenn man den Spiegel jetzt irgendwie festmachen könnte. Dass die vielleicht die ganze Zeit erhellt wird, aber gut, okay. Da ja. Ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung. So glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Okay, ich denke, es ist die Zeit für den Spiegel angenaht. Für den Spiegel, für den Schlüssel. Die Frage ist, was werden wir dahinter finden? Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben. Okay. Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben. Aha. Okay, also wir können den Ring drehen. Und wir können den inneren Ring drehen. Okay, und was ist das? Nichts. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Das Schloss springt wieder zurück und reißt mir fast die Finger ab. Jetzt muss ich wieder von vorn beginnen. Gut, dann ist die Idee mit den Versen oder mit den Ziffern, die wir gefunden haben, vielleicht gar nicht ganz so falsch. Okay, ich muss mal kurz jetzt hier ein Zettelchen zurechtlegen. Schalalalala, es ist wieder Zeit, Informationen aufzuschreiben. Okay, also. Schauen wir das mal so auf, wie es da steht. Also oben. XIV. Das müsste, glaube ich, 14 sein. Und XXVII. Was ist das? 27, okay. Links haben wir 6. Und, oh Gott, was ist denn L nochmal? L ist L50 oder ist M50? L ist 100? Ich weiß es gar nicht. Nee. Bevor ich wieder irgendwelche Aussagen treffe, fühle ich mich lieber in Schweigen. Okay, rechts 3 und 1. So wie am Boden. Am Boden. XVII
X, I und X, X, V. Okay, gut. Ich könnte mir unter Umständen vorstellen, was haben wir denn alles hier? Haben wir denn alle Ziffern da, die wir theoretisch benutzen müssten, wollen, können? X, I, V. Nee, das habe ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Okay, X, X, V, I, I. Nee. Okay, also fallen die, würden die schon mal wegfallen. So. V, I habe ich da auf alle Fälle und L, X, X, X. I habe ich nicht, aber ich habe L, X, 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 X. Okay, ja, So, dann habe ich 3 und 1 habe ich da. Okay. Dann X, V, I, I, X, V, I, nein, habe ich nicht. X, I, I, auch nicht. Und X, X, V habe ich auch nicht. Die Frage ist jetzt natürlich, muss man möglicherweise die Zeichen zusammensetzen? Das weiß ich nicht genau. Und dann ist auch die Frage, die nächste Frage, die sich stellt. Wodurch definiert sich jetzt der innere und der äußere Kreis? Gucken wir kurz nochmal ins Tagebuch rein. Rette mich vor dem Maul des Löwen. Na super. Ich hätte nicht gedacht, dass ein paar mehr Informationen kommen. Die Außenseite der Inschriften standen oben die Zahlen bla bla bla, links bla bla bla, rechts bla 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 und am Boden. Wir müssen auf alle Fälle nur 2 Ziffern da. Nur 2 Ziffern passen möglicherweise. Rechts, links, links, rechts, 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 rechts. VI habe ich hier vorne. Ich habe die ganzen Zahlen habe ich nur im inneren Ring. VI 3 und 1. Also 6, 3 und 1. Und sonst. Muss man. Möglicherweise. Jetzt habe ich ja zum Beispiel LXXXI. Nee. Mist. Na, wartet mal. Also, X, I, V. X, I, V habe ich auch. X, I, V wäre die erste Ziffer, die ich gefunden hatte. Ich höre, wie sich das Schloss bewegt. Entweder fällt mir das auf den Kopf oder die Wand. Gut. Das passt schon mal. So. X, X. V, I, I. X, V, I, I. Ja, okay. V, I. Super. Ah, wartet mal. So. Okay, sehr schön. Dann ist das Rätsel ja vielleicht doch einfacher, als ich dachte. So, mal meine Fehlinformationen wegstreichen. Okay, dann. LXX und. Also LXXXI. Ja, okay.
Dann. Ich bin ja mal gespannt, was wir da finden werden, ey. 3. Sehr schön. Okay. Dann 1. Jo. Sehr geil. Wie sich das plötzlich alles zusammenfügt, das ist unglaublich gut. Ich feiere das gerade. Okay, X, VI, ja. VI, den haben wir hier. Sehr geil. Okay, dann kommt XII. Jo, sehr geil. Und dann XXV. Ich bin ja jetzt mal gespannt, was wir da jetzt finden werden da drin. Oh ja, dafür gibt's hoffentlich Bonuspunkte. Ja, das hoffe ich auch. Dass ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlassen kann. Okay, und jetzt? Und jetzt? Ach, du ahnst es nicht. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Was? Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. Okay, das ging mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Was hast du da drin noch gefunden? George, willkommen! Oh Gott. Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Super. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber Sie tun's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Mimimi! Der lateinische Satz sind Worte des Julius Caesar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Caesar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Ja. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid. Indigo Isatis Tinctoia. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Oh doch, oh welches doch. Bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr
Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 13, 14. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 13, 14 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George. Und okay. Es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie, von welchem? Templer? Was? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen. Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Okay. Das ist strange. Wann habe ich eigentlich angefangen mit Aufnehmen? Ich glaube, ich überziehe gerade knallhart. Auf nach Bannockburn. Leute, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe mit Aufnehmen. Es kann sein, dass ich jetzt gerade hart überziehe. Es kann auch sein, dass ich gerade nur 10 Minuten aufgenommen habe. Ich weiß es gerade nicht. Ich speichere mal kurz an der Stelle. Ja, entweder geht es jetzt direkt jetzt im Anschluss gleich weiter oder es fängt ein neuer Part an. Warten wir mal. Vielleicht bis gleich.